Mit dem Samenerguss werden 200 bis 400 Millionen Spermien in die Vagina abgegeben. Durch Muskelbewegungen werden sie mit etwa 20 Kilometern pro Stunde durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter transportiert. Findet der Geschlechtsverkehr während des Eisprungs statt, treffen sie dort auf die Eizelle. Die Eizelle ist nach dem Eisprung für 12 bis 24 Stunden befruchtbar. Das erste Spermium, das ihre Schutzschicht durchbricht, befruchtet die Eizelle. Die Befruchtung verändert die Zellmembran und verschließt die Eizelle für andere Spermien. Das Erbgut des Spermiums und das der Eizelle verschmelzen zu einem neuen genetischen Code. Hier ist der Anfang. Hier entsteht jetzt ein kleiner Mensch. Vielleicht. Nach der Befruchtung der Eizelle dauert es etwa 40 Wochen, bis das Kind voll entwickelt ist. In Deutschland kann eine Abtreibung nur in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft vorgenommen werden. Später nur dann, wenn Leben oder Gesundheit der Schwangeren gefährdet sind. Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig. Grundsätzlich ist ein Schwangerschaftsabbruch verboten. Grundsätzlich. Ich erinnere mich daran, mit flauem Magen auf dem Schulklo zu sitzen. You, best friend forever und Ansprechpartner, always for everything, steht vor der Tür und sagt mir, dass schon nicht sein wird. Ich starre derweil erstmal in meine Unterhose, in die ich vorsorglich eine Slip-Einlage geklebt habe. Man weiß ja nie und es könnte immer was passieren. Und dann an die Klowand. Ja, an die Klowand, die seit Jahren beschmiert wird und keinen interessiert. Jenny bekommt ein Baby, steht da. Jenny kann nicht verhüten. Jenny ist ein paar Jahre älter als ich. Jenny ist eine Schlampe. Jenny hat im Abi ihr Kind bekommen. Jenny ist hässlich und dumm. Mit 18. Und schwanger. 18 und schon ein Kind. Das haben wir damals alle betont und dann heimlich mit Edding auf die Türen und Tische geschrieben. Oder in WhatsApp-Gruppen. Oder im Mitleid. Ihre Jugend kann sie jetzt vergessen, arme Jenny. Weil sie ihr Leben verwirkt hat. Die Arme. Oh, armes Mädchen. Aber warum hat sie denn nicht besser aufgepasst? Wie es sich wohl anfühlt, ein Kind in sich herumzutragen. Warum hat sie denn nicht Wie verhütet? Es sich wohl anfühlt, ein Kind in sich herumzutragen. Warum hat sie ihn rangelassen? Das habe ich mich gefragt. Warum hat sie nicht... Wie es im Körper wächst, wie... Ich habe mir vorgestellt, warum bekommt sie ein Kind mit 18, arme Jenny? Während es noch im Körper eines anderen Menschen ist. Jenny bekommt ein Baby! Steht da. Ich habe dann über Bauchschmerzen und Magenknurren nachgedacht. Jenny kann nicht verhüten! Jenny ist eine Schlampe! Der einzige Vergleich, der mir gefiel, war der von einem Bandwurm. Parasit. Jenny ist hässlich und dumm. Jenny ist hässlich und dumm. Jenny ist hässlich und dumm. Den es auszutreiben. Jenny ist hässlich und dumm! Oder von dem man sich lösen möchte. Ich habe nicht Parasit gedacht. Ich war 12. Jetzt bin ich 17. Nicht Parasit gedacht. Damals war ich 12 oder so. Jetzt
Jetzt bin ich 17 und sitze in der Mathematik-Doppelstunde auf dem Klo. Mir ist schlecht und meine Slip-Einlage ist weiß. Mir ist schlecht und meine Slip-Einlage ist weiß. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Meine Slip-Einlage ist weiß. Und meine Slip-Einlage ist weiß. Ich habe eine Sinnkrise, weil... Das kann gar nicht sein. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Man kann es nicht mehr trinken jetzt. Schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Schade. Schwanger? Neun Monate. Herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ey, toll. Herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Gratuliere. Glückwunsch. Ich auch. Sie sind geil. Erwarten Sie ein Kind? Schwanger? Erwarten Sie ein Kind? Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Toll, 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 toll. Sie erwarten ein Kind. Sie können sich freuen. Ja. Schwanger. Wie schön. Wie geil. Oh, wie schön. Wie schön. Ich herzlichen Glückwunsch. Toll, toll, toll. Wie es aussieht, erwarten Sie ein Kind. Ey, ey, du schwanger? Ich will kein Kind. 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 Ja. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. In der Beratungsstelle sitzt eine Frau mit Vorliebe für Kreuze. Ich will kein Kind. Eins hängt um ihren Hals. Und eins hängt an der Wand. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. In der Beratungsstelle sitzt eine Mitarbeiterin mit Vorliebe für Kreuze. Ich will kein Kind. Eins trägt sie um den Hals. Ich will kein Kind. Und ein zweites hat sie an die Wand gehängt. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Sie sind noch sehr jung. Ich will kein Kind. 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 Sie sind noch sehr jung. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Nichtsdestotrotz kann ein Schwangerschaftsabbruch die Haut weitreichende Konsequenzen haben. Ich will kein Kind. Ich will nicht hier sein, aber ich muss. Das ist schrecklich. Und am Tisch pull ich nervös ich kann mir vorstellen, die Haut von meinen Fingern. Dass ihnen ein Abbruch als einfachster Weg erscheint, aber Tisch einfach ist nicht immer nervös, gut. Die Haut. Sie müssen das wirklich wollen. Unterm Tisch pule ich nervös. Unterm Tisch pule ich mir nervös die Haut von den Fingern. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen ein Abbruch als einfachster Weg erscheint, aber einfach heißt nicht immer gut. Schrecklich. Sie müssen das wirklich wollen. So ein Schwangerschaftsabbruch? Ich will dieses Kind. Ich will kein Kind. Ich will dieses Kind. Ich will kein Kind. Ich will dieses Kind nicht. Ich will dieses Kind nicht. So ein Schwangerschaftsabbruch sollte keine leichtfertige Entscheidung sein. Ich will kein Kind. Sie glaubt es mir nicht. Sie sollten sich da auf keinen Fall zu etwas drängen. Ich will kein Kind. 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 Sie sind noch sehr jung. Ich will kein Kind. Ich will kein Kind. Ich will nichtsdestotrotz kann ein Schwangerschaftsabbruch weitreichende Konsequenzen ich haben. Will kein Kind. Sie glaubt es mir nicht. Ich will kein ich Kind. Will dieses Kind nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen ein Abbruch als einfachster Weg erscheint. Aber sie einfach glaubt es mir nicht. Ich will dieses Kind nicht. Sie glaubt es mir nicht. Ich will dieses Kind nicht. Sie müssen das wirklich wollen. Sie glaubt es mir nicht. Ich will dieses Kind nicht.
Freundinnen von mir organisieren am Wochenende eine Demo. Feministischer Streik für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und körperliche Selbstbestimmung. Seit wann hast du Freundinnen, die Demos organisieren? Weiß nicht, seit ein paar Monaten oder so. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß. Willst du mitkommen? Was soll ich da? Weil ich auch abgetrieben habe? Mit mir hingehen. Soll ich auf mein Schild schreiben und hochhalten? Hallo, ich war schwanger und bin's jetzt nicht mehr. Schaut mich an, ich habe abgetrieben und ich lebe noch. Wäre das denn so schlimm? Über der Menge schweben Plakate und ein Papputerus. Eine Person mit Vulva-Mütze verließ die Demo-Regeln. Jo hält meine Hand. Wird schon. Ich bin da. Und die Leute schreien: Fuck Paragraf 218! Fuck Paragraf 219a! Fuck you! Legalize abortion! Legalize abortion! Legalize abortion! Abortion! Sichere Abtreibung für alle! Sichere Abtreibung für alle! Sichere Abtreibung für alle! Tragt eure Kinder selber aus! Tragt eure Kinder selber aus! Tragt eure Kinder selber aus! Ich habe abgetrieben und keiner schaut mich an. Ich habe abgetrieben und lebe noch und keiner schaut mich an. Keiner schaut mich an. Am Ende sind da du und ich. Die Heldinnen der Geschichte sind am Ziel, trotz aller Hindernisse. Entscheidungen werden getroffen, Gefühle offenbart. Die Lösung schwebt leichtfüßig durch den Raum. Die Lösung schwebt leichtfüßig durch den Raum und wir nehmen sie an, weil der Handlungsbogen es vorgibt. Am Ende sind da du und ich. Ich bin nicht deine Mutter. Und du bist nicht mein Kind. Hallo, ich bin Celine und ich habe Abbruch geschrieben. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland nicht legal. Sie können nur unter bestimmten Bedingungen straffrei durchgeführt werden. Eine Abtreibung ist nur dann straffrei, wenn eine medizinische oder kriminologische Indikation vorliegt. Das heißt, dass die schwangere Person entweder akut gesundheitlich gefährdet ist oder es aufgrund einer Straftat wie einer Vergewaltigung zur Schwangerschaft gekommen ist. Ansonsten ist eine sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung bei einer anerkannten Beratungsstelle sowie eine Bedenkzeit von 3 Tagen zwischen Beratung und Eingriff verpflichtende Voraussetzung für den Abbruch. In Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche möglich. Das gilt auch, wenn Grund für die Schwangerschaft eine Straftat ist.
Nur wenn der Abbruch medizinisch notwendig ist, kann er auch noch nach der 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Es gibt zwei Arten von Schwangerschaftsabbrüchen. Medikamentös durch die Einnahme des künstlichen Hormons Mifepriston und des Medikaments Prostagladin, die die Abstoßung des Schwangerschaftsgewebes herbeiführen, oder chirurgisch, üblicherweise in Form einer Absaugung, also der Absaugung des Gewebes über ein dünnes Röhrchen, was sowohl mit örtlicher Betäubung als auch unter Vollnarkose und in der Regel ambulant durchgeführt werden kann. Insofern keine medizinische Notwendigkeit oder ein Straftatbestand besteht, übernehmen Krankenkassen Schwangerschaftsabbrüche in der Regel nicht. In Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn man kein oder nur geringes Einkommen hat, das trifft also in der Regel auch auf SchülerInnen zu, kann man vor dem Abbruch einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Die Paragraphen im Strafgesetzbuch, die sich auf Abtreibung beziehen, haben eine lange Geschichte. Paragraph 218 wurde 1871 mit Gründung des Kaiserreichs eingeführt und war schon Thema der ersten feministischen Welle in Deutschland. Paragraph 219a, das Verbot des Bewerbens von Schwangerschaftsabbrüchen, wurde 1933 von den Nazis eingeführt. Schwangerschaftsabbrüche müssen legalisiert und zugänglich gemacht werden. Informationen über Abtreibung dürfen keine Straftat sein. Deshalb weg mit Paragraph 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch und volle Solidarität mit der Ärztin Christina Hähnel, die im Dezember 2019 verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Website über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat und die vor kurzem Verfassungsbeschwerde gegen diese Verurteilung eingereicht hat, sowie mit allen GenossInnen weltweit, die für körperliche Selbstbestimmung eintreten.